So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Achtung, Cthulhu Tactics. Wir laden mal die erste Folge, beziehungsweise wir sind jetzt in der zweiten Folge. Your orders are to make your way behind enemy lines, then proceed through the forest to the appointed rendezvous point, where you will meet Captain Harris, Sergeant Carter and any other. So, fortfahren. Wir waren gerade im Kampf, hier hinten hatten wir Gegner entdeckt. Leider noch im Fog of War versteckt. Wir haben immer noch teilweise, na, wie heißt das Tutorial laufen? Bewegungsumrisse. Weißumrisse zeigen weit. Maximale AP bewegen. Achso, AP sind die Aktionspunkte. Genau. Wer ist jetzt dran da? Komm. Was hast du denn von der Waffe? Ah, du. Boah. So, du schaust erstmal in diese Richtung. Was solltest du denn gut sehen? Charaktere, die in Nahkampf getroffen werden, taumeln und haben beim nächsten Zug weniger. Okay, Aktionspunkte. Oh! Wie? Oh Gott, sind hier viele. Verdammt. Richtung ändern? Nein. Wappnen? Sekundärwaffe abfeuern. Wir gucken erstmal. 65%. 20%, 20, okay. Wir feuern jetzt mal hier die Waffe ab. Und treffen. Schönes Ding. Sekundärwaffe. 15 Treffer, 10 Schaden. Wir gehen erstmal auf Wappnen. Richtung bestätigen. So. Da hinten waren auf jeden Fall welche. So, wen haben wir hier? Das war Captain Xing. Puh, mit 8 Waffe abfeuern kostet aber 6. Shit. Das ist aber mies. Wir gehen mal hier hin. Scheiße, der wird außer Reichweite sein. Waffe abfeuern 30%. 6 AP-Pünktchen. Scheiße. Daneben. Das brauchen wir dann nicht. Dann gehen wir mal zu ihm oder ihm. Er würde mit 6 davor kommen. Hat ein Maschinengewehr, wie es ausschaut. So. Prozent. Ganz kurz mit Tab. 20, 65. Okay. Dann greifen wir ihn an. Jawohl. Vernichten Sie den Trupp der Nachtwölfe. Wappnen kann ich nicht. Puh. Gut, dann bist du mal dran. Jetzt sind wir ganz mutig laufen. Oder? Komm, wir gehen hier hin. Waffe abfeuern. 6 könnten wir uns leisten. Auf 15%. Ah. Na gut. Wir probieren's. Oh, was hast denn du für eine krasse Waffe? Was ist das für eine Waffe? Bla bla, was können wir noch? Nichts weiter. Wir hätten zwar noch. Wobei, Sekundärwaffe abfeuern.
Wir probieren. Ach, daneben. So, jetzt ist der Feind dran. Die Mademoiselle haben wir ja im Overwatch Mo. Oh Gott. Uiuiui. Da ging einiges vom Schild runter. Beziehungsweise hier scheint es ja das Glück zu sein. Hui. Ja. Glück. Glück, Glück, Glück. Gut, wir gehen mit dir mal hier hin. Wow, oh, Scheiße. Okay, jetzt sehen wir ihn aber schon mal und ihn auch. Maschinenpistole nachladen? Nein. Waffe abfeuern. 65. Und auch 65. Taking the shot. Mist. Next time, Charlie, next time. Okay. Du kriegst Waffen. Wobei, du kriegst noch nicht Waffen. Gehen wir mit dir erstmal. Ach, Scheiße. Zu weit. 6. Mal schön hier rüber. Schwerer Angriff. Probieren wir das mal. Oh. Okay, er taumelt. Und dann könnten wir mit der Sekundärwaffe ihn ganz platt machen. Scheiße. Dreck. Okay. Kannst du noch laufen? Mädel. Den wollte ich noch mal anschauen, was der an krassen Sachen konnte. Waffe abfeuern. Verdammt! Okay, du auch hier vor. Das gibt's doch nicht so. Waffe abfeuern. 30%. Na endlich, so. Du machst Overwatch und zwar volle Kanne diese Richtung. Jetzt müsste ich nur wissen, wo die anderen Leute alles sind. Du kannst nichts machen. Du kannst auch nichts machen. Nachladen oder sowas? Nein. Dann machen wir mal Zug beenden. Schauen wir mal, was unsere Feinde so anrichten. Jawohl. Schön Wirkungstreffer.
Wo rennt der denn hin? Der will mir in den Rücken schießen. Was soll denn das? Okay. Kollege, wenn du hierhin läufst. Oder Moment. Quatsch, schwerer Angriff. So, tot. Kampf beendet. Ah, hier waren doch nur irgendwelche angezeigt worden. So, gut, wir sind außerhalb des Kampfes. Die Leute laufen wieder, wie sie wollen, auf einem Haufen. Verlassen Sie die Gegend. Ah, okay, dann will ich nur mal ganz kurz mich hier umschauen. Ob ich vielleicht doch noch was sammeln kann. Nein, nein, nein. Kamera drehen. So. Müssen wir wohl zu diesem Tor. So. Schlagen Sie sich bis zur Villa durch. Erfolg. 100 Erfahrungspunkte. Getötete Feinde 7 von 7. Summe der gesammelten Erfahrung 100. Dann würde ich sagen, weiter. Mission abgeschlossen. Ah, scheiße, ich habe irgendwas im Auge. Na gut. Zum Fortfahren beliebige Taste drücken. Hey, Gruppenstufe. Immer noch 0. Aber wir sind fast bei 1 hier. 150. Gut, gut, gut. Captain Eric Harris. Sergeant Carter. Ariane Dubois und Akshi Singh, Corporal. So, weiter. Neue Gegenstände. Bombe. Bombe Milz. Eine einfache Handgranate, die bei ihrer Detonation Splitter in alle Richtungen schleudert. Bei den britischen Streitkräften seit dem Ersten Weltkrieg im Einsatz. Ach so, hatte ich schon gesagt, hier, die alten Geister aus dem Thule-Mythos von H.P. Lovecraft kämpfen hier scheinbar an der Seite der Nazis und wir spielen die Alliierten. Aufsteigen, neue Fertigkeiten für ihre Charaktere verfügbar. Sie lassen sich über den Fertigkeitsbaum des Dossiers erwerben. Wählen Sie ein Charakterporträt und okay, dann klicke ich mal hier eins an. Fertigkeiten hier oben. Aufsteigen. Alle Fertigkeiten finden Sie im Fertigkeitsbaum. Wählen Sie Ihre Fertigkeiten. Okay. Fertigkeitsbaum. Drei Hauptzweige, drei Kombozweige. Jeweils passive Fähigkeiten kaufen können. Fertigkeiten kaufen Sie mit Fertigkeitspunkten, Abschluss von Missionen, Erfahrung bekommen. Ja, weiter. Aufsteigen, Niedergang wirkt über eine artige, über einen einzigartigen Stadtfähigkeit, die gratis erlernt werden kann. Okay, weiter. Aufsteigen, Informationen der Zeit, bla bla bla, durchschlagen. Lesen wir jetzt nicht mehr alles durch hier. Durchschlagen. Ich möchte trainieren, durchschlagen. Kostet mich nichts. Hier wird es eins kosten. Gut. Durchschlagen. Aufsteigen. Umschulung ist jetzt alle abgekauft. Ne? Bla bla bla. Bla bla. Weiter. So. Dann nächster. Ausrüstung wählen. Alle Gegenstände. Das. Okay. Ausrüstung.
Waffe, Schnellfeuer, Schnellfeuer, papa. Wir können immer nur mit einer Ausrüstung, ja, also bla bla bla. Schnellfeuer, leichtes. Thompson. Kurzlang. Angriffskosten 8, 6. Sperrig. Schaden 20. Trefferbonus. Auf Mut nichts, Gegenstand neu. Machen wir hier. Gegenstand eine Granate. Fertigkeiten. Trainieren. So, nächster. Ausrüstung. Kurze Distanz 20. Angriffskosten 6. Angriffskosten 4. Gegenstand nichts, Waffenmods nichts, Fertigkeiten, Energieverlust, Feindschaden in Höhe der halben, bla bla bla, lernen. So, und Xing, Sturmangriff, lernen, Ausrüstung. 10, 20, 4, 6. Nicht erlernt. Gegenstand? Nichts. Waffenmod? Nichts. So, bla bla bla. Was noch? Übersicht. Hatten wir den ersten schon mit Gegenstand? Nein. Fertigkeiten. Durchschlagen aktiv. So, Missionen auswählen. Es gibt zwei Arten von Missionen. Story-Missionen treiben die Haupthandlung des Spiels voran. Bonus-Missionen bringen Bonus-EP und Ausrüstung. Das Abschließen der Story schwert die aktuellen Bonus und ersetzt sie durch eine neue. Okay. Weiter. Stand hier irgendwas. Mist. Mission auswählen. Bonus. Schalten Sie den örtlichen Leutnant der Nachtwölfe aus. Besiegen Sie den Trupp des Leutnants der Nachtwölfe. Verbandskasten. Mittleres Zielfernrohr. Bla bla bla. Die Story-Mission treiben. Hatte ich das nicht gerade gelesen? Bringen EP-Bonus Ausrüstung durch Sie lassen sich gefangen. Befreien Sie. Können eine Story-Mission nun angehen, werden keine weiteren Charaktere Gefangenschaft ist. Okay, weiter. Mission auswählen. Hier finden Sie Informationen zur aktuellen. Bla bla bla. Oh Gott. Mission auswählen. Bla bla bla. Schaltfläche Hinweis. Vor dem Start der Mission können Sie zu diesem Menü zurückkehren. Weg. Hauptquartier. Die Ardennen. Operation Waldhand. Story oder Bonus? Belohnung Brandy. Führen Sie einen kleinen Überraschungsangriff gegen ein günstiges Ziel. Holen Sie sich so viele Informationen und Ausrüstung, wie Sie nur können. Verbandsfaction. Hui. Na gut, ich glaube, ich werde als nächstes dann die Bonusmission hier mal probieren. Und... wobei, was ist mittleres erweitertes Magazin. Ach, das ist blöd. Kann ich hier am Radio eigentlich was einstellen? Nein. Na gut,
Dann beende ich hier erstmal die Folge 2 von Achtung Cthulhu Tactics. Ich weiß nicht, ob ich mir den Namen merken kann. Na egal. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Bye bye.